Heute ist der Saldom 2 der grösste Kuppelbau von Europa eingeweiht worden. Der Saldom 2 ist ein strategisches Streusalzlager von der Schweizer Isarine in der Rheinburg bei Möhlin. Die 400 geladenen Gäste aus dem In- und Ausland haben bereits Platz genommen im Kuppelbau. Musikalisch umrahmt wird die Feier vom Aargauischen Symphonieorchester. Ich denke, es geht Ihnen heute Morgen ähnlich wie mir. Dieser neue Kuppelbau der Schweizer Rheinsalinen ist ein ganz beeindruckendes Bauwerk. Wenn wir hier drinnen nach oben schauen, dann sehen wir diese filigrane Holzkonstruktion, die so leicht erscheint. Dabei wiegt so ein Lamellenbogen stolze 1,1 Tonnen. Ich komme nicht umhin, dem Ideengeber dieses Bauwerks, Herrn Häring, ein ganz großes Kompliment auszusprechen. Ihre Idee, diese Kuppelkonstruktion zu wählen, ist in ihrer eindrucksvollen Einfachheit schlicht genial. Sie haben mit ihr die verblüffende Antwort auf eine nicht ganz einfache Frage gefunden, nämlich die Frage, wie kann ich mit meinem möglichst geringen Materialaufwand eine möglichst große Fläche überdecken? Mailand hat einen, Köln hat einen, St. Gallen hat einen und Salzburg hat einen. Wir hier im Fricktal haben jetzt sogar zwei. Zwei Dome. Mit der riesigen Kuppel erweckt der Saldom 2 bei mir tatsächlich das Gefühl, dass hier eine Kathedrale erbaut wurde. Eine Kathedrale für das Salz. Mit der Einweihung dieses Saldom geht ein ganz spektakuläres Projekt zu Ende. Es scheint mir dies ein guter Moment zu sein, Rückschau zu halten auf die letzten 20 Jahre, Veränderung, Entwicklung der beiden Salinen und des Unternehmens. Aus einem produktionsorientierten kleinen Unternehmen mit seinem eigenen Produkt Duracell wurde ein Experte auch im Salzhandel, im weltweiten Salzhandel. Aus einem produktionsorientierten Versorger für Auftasalz mit bescheidenen, aber genügenden Lagerkapazitäten und Produktionskapazitäten wurde ein landesweites strategisches Versorgungszentrum für Auftasalz mit einer Hochleistungslogistik. Und drittens, das Unternehmen, ein kleines Unternehmen, das inselhaft in der Schweiz mit seinem eigenen Salz operierte, wurde ein international vernetztes, gut integriertes Unternehmen mit Verbindungen in die ganze Welt. Aus einem etwas trägen, aber sehr schönen Tier wurde ein ebenso schönes, aber etwas flinkes, leichtfüßiges, ein Schmetterling. Und symbolhaft für diese Schönheit soll Ihnen dieser Saldom dienen, in seiner Dimension, in seiner Form, in seiner Struktur, seiner Ästhetik, seiner Harmonie. Saldom 2 ist, wenn ich das so sagen darf und wie es auch empfunden wird, ein sehr ungewöhnliches Bauwerk. Warum? Weil wir für den Saldom 2 viele Ideen der Natur abgeschaut haben, wie diese Seifenblase zeigt. Aber die Natur inspiriert uns als Modell. Wir kopieren nicht einfach ihren Formenkanon. Bis
aus diesem Modell ein Saldom 2 entstanden ist, der einen Salzkegel über 100.000 Tonnen überdecken und schützen soll, braucht es viel gemeinsame Denk- und Ingenieurarbeit. Vom Modell der Seifenblase zum Bauwerk aus Holz mit einer Domstruktur von 32 Metern Höhe und 120 Metern Durchmesser ist es ein langer Weg.